Als Frau, wenn du schon gut aussiehst, startest du schon mit Wert. Und bis ungefähr 30 bleibt dein Wert oben. Und danach sinkt dein Wert als Frau ab. Als wäre das so eine Aktie. Leute, liken, abonnieren und checkt meinen Partner Just Legends aus. Und jetzt geht's los mit der Reaktion. Juhu! TJ, Tim Jacken, Karl S. Exposed. Also Exposed heißt ja immer, dass man Daten rausbringt, die man vorher nicht einsehen konnte. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Karl S. war ja schon immer so ein bisschen ein Schlitzohr. Also ich erwarte echt vieles jetzt, wenn es nur klassisches Zeug wird, wie hier abgezogen, da abgezogen. Dann wird es echt traurig. Bin mal sehr gespannt, was da kommen wird. Wir schauen mal rein. Aber er hat auch auf Instagram schon sehr viel angekündigt, dass es richtig heftig wird. Viel Spaß mit diesem Video, wo der Autofokus immer hin und her springt wie Sau. Wir schauen rein. Eigentlich wollte ich heute eine ganz normale Wochenshow machen. Irgendwie so, der hat das gemacht, der und der hat das gesagt. Aber dann bin ich irgendwie auf Sachen gestoßen und... Geht es nämlich um Karl S. Kennen wahrscheinlich viele aus so kleineren Memes oder so, ist ja auch ganz lustig. Aber Karl S. kann neben Meme sein noch was ganz anderes. Nämlich ziemlich viel ekelhaftesten Scheiß behaupten. Frauen als Ware betiteln, wissenschaftsfeindliche Dinge behaupten oder auch Faschisten relativieren. Dazu sagt Karl ganz deutlich, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben, was Männer machen müssen, um männlich zu sein und was sie niemals machen dürfen. Dazu habe ich heute noch zwei Gastbeiträge, und zwar Neek und Shaden Rogue. Zwei Leute, die sich laut Karl ändern müssen, in Neeks Fall, um halt männlich zu sein, oder in Shadens Fall, nicht von ihm unter anderem Secondhand betitelt zu werden, weil sie so ist, wie sie ist. Ach, und leider Triggerwarnung fürs ganze Video, es ist teilweise echt frauenverachtend, es ist teilweise leider komplett menschenverachtend. Und damit herzlich willkommen zu Karl S. Exposed. The King goes grrr, ach, und übrigens, ja. J 2.0. Klingt voll, gell? Wie J 2.0 gerade, weil ja, frauenverachtend, sagen, wie Männer sich verhalten müssen und so weiter. Was ist das für ein Ding? Warum haben das manche? Karl im Vorfeld über Instagram geschrieben, ob er alle seine Aussagen, die ihr gleich sehen werdet, weiterhin so tätigen würde oder ob er irgendwas revidiert. Und er hat mir via Chat bestätigt, dass er hinter all seinen Aussagen weiterhin steht, die er getroffen hat. Das mache ich übrigens immer, bevor ich jemanden stark kritisiere, also jetzt Karl oder davor die Woche Tim. Ich habe von dem Typen noch nie was gehört. Also ich kenne ihn nur von Inscope 21, weil, also das ist eine wahre Geschichte. Inscope hat mich mal angeschrieben, meinte so, hey CEO, lass mal über Business quatschen. Dabei bin ich, habe ich ihm damals auf Skype war das noch, mit ihm kurz telefoniert. Und Inscope 21 meinte damals zu mir so, yo, hast du schon mal von dem Multi-Level-Marketing-System gehört? Nicht so, ja, das ist so eine Abzocke-Scheiße, wo man eben Leute richtig, ja, verarschen kann damit. Er so, nein, das ist nicht so. Und ich so, doch, das ist es. Das ist einfach nur eine Riesenkacke. Das ist ein Riesenpyramidensystem. Die ersten verdienen was, der Rest wird einfach nur noch abgezogen und dann fertig. Er so, ja, aber lass mal drüber quatschen. Und ich so, nein, ganz ehrlich, ich will gar nicht reden. Und hat auch dann sich im Nachhinein entschuldigt, meinte auch so, dass es voll dumm war. Irgendwie so, er war damals mit Karl S., dann hat ihn da ein bisschen voll gelullt und meinte, er muss es da voll durchstarten. Und da habe ich schon gemerkt, so, Karl S. hat scheinbar so einen ganz fiesen Einfluss auf Menschen. Und wo dann Tim und Inscope Jahre später dann mal meinten, so, ja, sie haben jetzt mit Karl S. Stress und so weiter und der schuldet denen 100.000 Euro und der muss weg, habe ich sofort geglaubt. Ich war so, ja, weil Karl ist schon ein sehr spezieller Typ. Ich glaube, er ist halt so ein Mensch, der wirklich so ein bisschen, ja, auf andere scheißt. So, ich will Kohle machen, mir soll es gut gehen und wer alles andere darunter leidet und so weiter, das ist mir scheißegal. So ein Feeling habe ich bei diesem Mann. So, ist natürlich nur reine Mutmaßung, es ist nur ein Gefühl, so kann man es nicht, ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber ja, ist einfach nur so ein Ding, was ich bei ihm so, wie er auftritt, in meinen Augen. Oder halt Jam und Firat. 24 Tim behauptet zwar, ich hätte das nicht getan, aber naja. Da, einen Tag vor Video-Release, habe ich ihn angeschrieben. Er hat mir nicht geantwortet, also hör bitte auch auf Instagram zu sagen, ich hätte dich nicht angeschrieben. Dankeschön. Aber naja, soll jetzt auch hier nicht darum gehen. Erstmal müssen wir nämlich die Frage klären, wer Karl S. überhaupt ist. Karl S. ist laut seinem eigenen Instagram-Profil Multiunternehmer, Stratege, Visionär, Investor. Dazu beschreibt er sich noch so. Ein Vermögen von einigen Millionen Euro. Das heißt, finanziell gesehen, wenn man all deine 10 von 10 vom Vermögen und auch vom Cashflow her. Warte Leute, ich fixe da mal ganz kurz was. So, perfekt, jetzt geht's weiter. Dann vom Aussehen her bin ich aber keine 10 von 10, Leute. Das bin ich einfach nicht. Ich bin da eine 11 von 10. Ah ja. Also ich muss sagen, an der Stelle, also wenn ich Profil anklicke, und da steht dann sowas drin, Multiunternehmer, Stratege, Visionär, Investor und so. Oder was schreiben noch manche Leute so hin? Business Coach oder generell Businessmann oder irgendwas in dieser Richtung. Ich weiß nicht, was man, also ob man irgendwas zum Kompensieren hat oder so, warum man so kranken Scheiß in seine Bio schreiben muss. Also klar, so an sich ist es vollkommen legitim, aber mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, als würde man so ein bisschen
ich weiß nicht, so ein bisschen sich berüsten wollen. So, yo, was ich alles kann, was ich bin ein Visionär, ich bin ein Investor, ich bin ein Stratege, ein Multi-Unternehmer, ich bin dreifacher Milliardär und keine Ahnung was. Da bin ich halt immer, ja, kriege ich so ein bisschen so ein komisches Feeling. Da finde ich eher sowas wie, wenn er hier reinschreiben würde, Vollzeitverplanter, würde ich einfach mehr grinsen. Oder was weiß ich. Wie ich zum Beispiel, ich hab reingeschrieben, ich blamier mich im Internet und nenne das mein Hobby. Einfach so ein bisschen Selbstironie, ein bisschen Spaß, ein bisschen auch Charakter zeigen. Weil was ist ein Visionär? Da kann man sich nichts vorstellen. Also irgendwas, dass man in der Bio schon merkt, ah, ich weiß schon, was für eine Art von Mensch der so ist. Aber gut, merkt man hier ja auch. Deswegen war mein Rant vielleicht vollkommen umsonst. Bin ich aber keine 10 von 10, Leute. Das bin ich einfach nicht. Ich bin eine 11 von 10. Ah ja. Bin ich eine 10 von 10? Also einmal bewerten Aussehen, einmal bewerten von meinem Erfolg her, erfolgreich wie ich bin und so. Aha. Dazu sind seine Instagram-Zahlen teilweise, naja, ich sag mal, suspekt. Also es sieht stark danach aus, dass der ein oder... 0? 2, minus 10? Minus 13? Vor allem von Kathi sogar noch. Was ist hier los? Du bist eine 12 von 10. 187? 187 oder was? Minus 100? Okay, jetzt reicht's. Oder andere Like vielleicht mal so gekauft wurde. Also Karl hatte 2 Tage nach Upload auf diesem Bild 7047 Likes. Diese halten sich auch 2 Tage und dann plötzlich 5 Tage nach Upload vom Bild verliert Karl gut 1000 Likes wieder vom Bild. Aber kurze Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was da gerade so passiert ist oder warum das halt nach Botting / nach gekauften Likes aussieht. Wenn man zum Beispiel auf einer dubiosen Seite Likes kauft, dann hat man immer ein paar Tage, nachdem die Likes gekauft wurden, einen Anteil der Likes wieder verloren, weil Instagram halt hinterher ist, Bot Accounts zu löschen. Und wenn halt ein Account gelöscht wird, wird auch sein Like vom Bild wieder entfernt. So wie hier im Beispiel halt. Die Sache ist, ich kann nicht wissen, ob Karl sich selber da Likes gekauft hat. Er hat mir auf Instagram gesagt, dass er das nicht selber war, sondern dass es jemand anderes war. Kann halt sein, kann ich halt nicht überprüfen. Kann aber halt auch sein, dass irgendjemand, der in so einer Firma arbeitet, sehr ungünstig auf den PC gefallen ist und Karl einfach so ein paar tausend Likes gebotet hat. Weil warum sollte man das tun? Also ist man wirklich so, der braucht Likes, so, also, hä? Mehrfach. Kann alles sein, können wir nicht überprüfen. Muss dann halt nur des Öfteren passiert sein, weil nicht nur einmal Likes gekauft wurde und auch nicht nur Likes gekauft wurden, sondern auch Kommentare gekauft hinter manchen Bildern, die dann halt 2 Tage später wieder vom Bild entfernt wurden. Sehr dubios auf jeden Fall. Ach, und by the way, solltest du im Social Media Marketing tätig sein und möchtest wissen, welche oder welcher deiner InfluencerInnen sich Likes kaufen, dann check gerne mal die Videobeschreibung ab, weil wir haben da vielleicht was Interessantes für dich. So, aber kommen wir jetzt mal weiter. Nindo ist echt super. Wer Karl S. denn so ist? Karl S. behauptet nämlich, dass er gegen Corona immun sei. Mehr sogar noch. Und zwar, wenn ihr Corona habt, müsst ihr einfach nur Karl S. anfassen und euer Corona ist wieder weg. Jeder, der mich berührt und Coronavirus hat, der stirbt an des Coronavirus. 10 Corona-Chinesen und 20 Italiener, Corona-Italiener, können mir ins Gesicht spucken und können mir diesen Virus geben. Aber das macht mir nichts. Mir macht's nichts, okay? Das könnte vielleicht noch ein lustiger Gag sein. Das Folgende ist aber kein lustiger Gag mehr, weil Karl S. leugnet auch den menschengemachten Klimawandel. Und das ist jetzt leider auch kein Scheiß. Meinung zum Klimawandel, völliger Schwachsinn, Leute. Ich glaube, dass die Menschen keinen Einfluss auf den Klimawandel haben. Das kann halt nicht sein Ernst sein, ne? Aber okay, Karl überlegt auch die AfD zu wählen. Wählst du die AfD? Muss ich noch schauen, aber ich hab bei den AfD Punkte, die ich nicht mag, aber ich habe auch bei den AfD einige Punkte, die ich mag. Okay, ganz kurz Statement von mir. Wer auch nur ansatzweise überlegt, die AfD zu wählen, sollte sich ganz, 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 ganz dringend mal doll gegen den Kopf hauen und wirklich nachdenken, über was er da gerade nachgedacht hat. Und wirklich dringend versuchen, diesen Gedanken wieder loszuwerden. Die AfD ist niemals eine Alternative. Leute, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dazu ist die AfD sogar noch eine menschenfeindliche und wissenschaftsfeindliche Partei. Also diese Partei leugnet einfach die Wissenschaft. Aber Thema Richtung Politik, kommt auf jeden Fall in Zukunft noch was auf euch zu. Seid gespannt. Okay. Das sollte aber alles kein Front an... Finde ich krasse Aussage, dass er AfD sagt so auf keinen Fall wählen. Also ich bin auch bei weitem kein Fan von AfD. Aber ich bin halt schon auch ein Fan von der Demokratie. Also was gewählt wird, wird gewählt. So. AfD frage ich mich halt manchmal, wenn man sich beschäftigt damit, was da teilweise so für Aussagen getroffen werden, was teilweise so auf den Wahlplakaten steht und so weiter, ob das überhaupt noch alles legal ist teilweise, was da abgeht, so, also für was die einstehen, was die wollen und so, weil viele Dinge, das geht nicht, das ist ja menschenfeindlich einfach nur, also das ist total weird, da wundere ich mich halt manchmal so, aber wenn die Partei da ist, okay, Klimawandel leugnen, finde ich super interessant, also ich frage mich halt immer, wie kommt man darauf, also warum sagt man so, nein, ich kann mir das nicht vorstellen,
obwohl halt Wissenschaft sich da brutal einig ist und so. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Wissenschaftler sagen, dass es den Klimawandel nicht gibt. Also ich glaube, es sind nicht viele im Vergleich zu dem Rest. Also da bin ich wirklich verwirrt, wie man darauf kommen kann überhaupt. So ich glaube daran nicht, weil das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist eine bewiesene Sache. So, das ist so, als würde man sagen, ich glaube nicht an, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man mit einem Pythagoras ja, Dreiecke berechnen kann oder so. Das ist halt einfach so, das ist halt eine bewiesene Sache. Da, keine Ahnung. Das bist du wirklich zu nett, CEO, ehrlich. Ja, ich will es nicht alles in die Pfanne hauen. Also ich finde, das ist speziell ein Corona-Ding so, klingt eher nach Joke. Also ich hoffe, dass es ein Joke ist, weil was er da gelabert hat, das war ja irgendwie Corona-Chinesen, Corona-Italiener. Das klingt alles sehr, sehr gruselig. Also sowas, also ich würde Gänsehaut bekommen, wenn ich sowas ausspreche, weil irgendwie geht bei mir da so die... So, Achtung, Nazi-Flagge an, so, weil wenn man das so spricht, wenn man so kategorisiert, als ob jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, klein ein bisschen gruseliger, vielleicht war das zu der Zeit, wo Corona frisch ausgebrochen ist und in China und Italien und Deutschland noch ein bisschen chillig war. Vermutlich war das die Zeit, wo es Corona in Deutschland noch gar nicht gab, so wirklich in Anführungszeichen. Aber trotzdem ein bisschen gruselig, das so zu formulieren. Naja, er ist wirklich ein sehr spezieller Charakter. Sein, sondern lediglich zeigen, um welche Art von Mensch es sich bei ihm handelt. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, ein bisschen vorn sollte es schon sein, weil dieser Junge hat gerade Faschisten relativiert und wissenschaftsfeindliche Dinge behauptet. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, warum ich das Video überhaupt drehe. Weil das alles waren nur Side-Infos, die ich aus Versehen bei der Recherche... Carina, wenn du schon mal stehst, kannst du das Licht ein bisschen leiser machen? Das sagt man so im Fachjargon, oder? Ich habe neue Sachen gekauft, soll ich die mal herzeigen? Ich reagiere doch gerade auf ein Video, Carina. Ja, aber danach. Können wir schon machen, ja. Ja? Ja. Ach, Bibi, so süß. Über ihn herausgefunden habe. Wirklich innerhalb von 2 Stunden Recherche habe ich diesen ganzen Müll herausgefunden. Und ich habe ein bisschen Angst, was ich herausfinden würde, wenn ich ein bisschen tiefer bohren würde. Aber kommen wir jetzt mal wirklich zu dem Hauptpunkt dieses Videos. Karl hat nämlich auf Instagram und YouTube angefangen, super krass professionellen Livestream zu machen, indem er über bestimmte Themen redet. Heute konzentrieren wir uns auf den Livestream mit dem wunderschönen Namen Deutsche Männer sind Pussys, warum und wie lösen wir das Problem? Cooler Name auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht sein erster Livestream. Ich finde schon schlimm, dass Pussy als Synonym für Weicheier oder schwach so benutzt wird, weil das ist auch schon schwierig irgendwo, oder nicht? Karl, was war nochmal das Thema von deinem letzten Livestream? Der letzte Livestream war, warum ist arm sein asozial? Ah. Voll asozial, wie kann man nur arm sein? Ist ja voll dumm. Verdient mal Geld, was ist denn hier los? Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, oder? In seinem neuesten Livestream habe ich 3 Sachen zu kritisieren, die ich folgend kategorisiert habe. Erstens, ekelhafteste Aussagen gegenüber Frauen. Wirklich, wir kommen dem ganzen Jutta-Thema leider recht nah, beziehungsweise haben auch leider kleine Überschneidungen. Zweitens, Verschwörungstheorien, die Karl einfach so teilt. Und ihr dachtet so, Attila Hildmann und sowas sind dumm. Sind auch dumm, aber das, was ihr gleich seht, ist auch sehr dumm. Und drittens, ein unfassbar verzerrtes und realitätsfernes Bild der Männerwelt, was auch aus 9... Ich bin sehr gespannt, wie das Männerbild sein wird von Karl S. Ich glaube, es ist ein Männerbild, was ich nicht leiden kann. Solche Männer mag ich nicht. Was in 100 stammen könnte. Ach, und noch eine geheime Kategorie, die aber ganz lustig ist, weil ich glaube, wir brauchen einen kleinen lustigen Part, damit wir das hier überleben. Aber fangen wir mit der ersten Kategorie an. Auch noch wirklich nochmal Triggerwarnung, wenn ihr mit frauenfeindlichen Aussagen nicht klarkommt. Karl hält in seinem Livestream einen kleinen Real Talk über Frauen. Und wie fängt man so einen Real Talk an? Richtig, welchen Wert welche Frau mit welchem Alter hat? Weil laut Karl sind nicht alle Frauen gleich viel wert. Die einen Frauen sind weniger wert, die anderen Frauen sind mehr wert. Misst er dann den Wert mit Kamelen? Je nachdem, wie alt sie sind, wie gut sie aussehen und so ein Stuff. Als Frau, wenn du schon gut aussiehst, startest du schon mit Wert. Und bis ungefähr 30 bleibt dein Wert oben. Und danach sinkt dein Wert als Frau ab. So, jetzt könnt ihr ungefähr erahnen, in welche Richtung der Retalk geht, ne? Der Retalk geht... Als wäre das so eine Aktie! Bitte weiter, dass Karl auf ekelhafteste Weise den Frauen sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ganz wichtig für alle Frauen, hört mir mal zu. Als... Gut zu hören, Leute, gut zu hören. Frauen darfst du nicht denken, weil du von 20 bis 25 bist du eine hübsche Frau, okay? Von 20 bis 25 und vielleicht lässt du dich auch vom einen oder anderen eben weghauen, ja? So. Jetzt baust du dir Kilometer auf und irgendwann, Ende 20, bist du nur noch Secondhand. Du bist
halt dann irgendwann mal vielleicht etwas Gebrauchtware. Du baust Kilometer auf, also keine Aktie, Autos, er redet über Autos. Das kann nicht sein scheiß Ernst sein. Ich konnte nicht glauben, dass jemand so etwas nicht hinter einer verschlossenen Tür, nicht in seinen Gedanken, sondern jemand so etwas frei ausspricht und ins Internet plappert. Das konnte ich aber nicht glauben. Und deswegen habe ich Karl auch nochmal gefragt, ey, meinst du das wirklich so, wie ich es verstanden habe? Also konkret habe ich ihm geschrieben, du sagst also, beziehungsweise gibst den Rat an viele Frauen, dass sie besser nicht mit vielen Männern Sex haben sollen, weil sie sonst niedrige Ware, Secondhand bzw. Gebrauchware werden, wenn sie 30 Jahre alt sind. Das habe ich ihm geschrieben. Und er stand weiterhin dahinter. Das kann nicht anscheinend ernst sein. Aber es geht ja sogar noch weiter. Und ein richtiger Mann, der will keine Gebrauchtware. Der will das nicht. Der will keine Frau, die auf Instagram war und holt euch dann mit 25, während ihr noch super ausschaut, einen guten Mann und schaut, dass ihr mit dem eine Beziehung eingeht und nervt diesen Typen auch nicht. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Das ist so ein Bullshit. Also ich finde jeden Mann, aber auch Frauen, schwach, die sagen, ich will jemanden nicht, weil der hatte schon viele Sexualpartner oder so. Gut, an sich kann jeder seine eigenen Werte aufstellen, okay. Nee, akzeptiere ich noch. Aber ich finde es halt ein bisschen komisch so. Ich bin so, ist doch scheißegal, ob 2, 3, 0 oder 20, 100. So, mir ist das Thema so verdammt egal. Ich raff das nicht, warum das Thema Sex generell immer so eine Riesenrolle spielt. So, wie oft hast du schon? Mit wem hast du schon? Wo hast du schon? Das ist doch alles so, Wayne, wen juckt denn das so? Das sagt doch nichts über den Menschen aus oder so. Ob man, gut, sagt vielleicht aus, ob man sich mal ausgelebt hat in der Jugend oder ob man eher ein bisschen ruhigerer Mensch ist und so. Aber ich weiß nicht, ich finde es mal so, keine Ahnung, wie wäre das in der Tierwelt? Da machen Tiere das auch so, drüber nachdenken so, oh, ich glaube, die Antilope, die hatte schon 3, kein Bock mehr, da bummst ich lieber eine andere. Was zum Geier. Manche Menschen haben das Gefühl, es wäre besser, wenn sie nicht existieren würden. Oder vielleicht ein bisschen mehr nachdenken so. Also ich, keine Ahnung, ich finde, mir wäre das so egal, wenn ich rausfinden würde, der Mensch, den ich liebe, der hat sich schon wirklich gut ausgetobt, vielleicht sogar einen Ticken beruhigter, weil dann ist vielleicht auch die Sache gegessen und nicht mehr so beeindruckend oder nicht mehr so besonders. Dann hat man auch vielleicht sogar eher gruseliger, wenn ein Mensch sogar noch Jungfrau ist. Also sagt so, okay, ich bin der Erste, als ob ich der Einzige bleiben darf. So, Bullshit. Also wenn du als Frau dich ausleben willst, bitte mach das. So, ich bin der Erste, der das befürwortet. Ich finde es so schade, dass so viele Frauen sich da einschränken, weil sie Angst haben, dann als Schlampe abgestempelt zu werden. Scheiß auf die das sowas sagen. Das sind alles dumme Idioten. Ja, muss ich aber auch nicht. Weil ich habe nämlich die liebe Shaden gefragt, ob sie was dazu sagen möchte. Für die paar Leute, die Shaden nicht kennen, Shaden ist Erwachsenenfilm, Darstellerin und lebt sich einfach so frei aus, wie sie halt möchte. Die sagt, Erwachsenenfilm, ich verstehe. Also ich habe mich mit Shaden über so ein ähnliches Thema vor geraumer Zeit auch schon mal unterhalten und ich wusste, dass sie da halt auch eine coole Meinung zu hat und einfach eine sehr gesunde Einstellung zu hat. Deswegen habe ich sie dazu gefragt, ob sie was dazu sagen möchte. Leute, ganz ehrlich, wir leben in 2021. Wenn wir jetzt immer noch denken, dass der soziale Wert eines Menschen abhängig von der Sexualität ist und von dem, worauf er Lust hat, mit wem er schläft, mit wie vielen, in egal welchem Alter, dann, sage ich euch, fängt da die Unmenschlichkeit an und der Respekt eines Menschen gegenüber, eines jeden Menschen, hört auf. Jeder sollte, finde ich, meiner Meinung nach, einfach so sein dürfen, wie er ist, ganz egal, was er tut. Ohne Vorurteile, ohne voreingenommen zu sein. Wir sind alles einzelne Individuen und genauso sollten wir auch gesehen werden. Wir sind nicht mehr in 2010, wo es normal ist, dass der Mann so und so viele Frauen hat und er ist der Stecher, er ist der Player, der wird dafür gefeiert. Und wenn eine Frau genau das Gleiche macht, dann ist sie eine Ho. Eine gestandene Frau mit beiden Beinen im Leben, die weiß, was sie will, der ist vollkommen egal, ob da irgend so ein Macho dahergelaufen kommt und sagt so, ey, ne, du hattest 35 Typen, du bist jetzt Ende 20, boah, das ist schon ein bisschen abgenutzt. Aber er mit, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Weibern, der ist der Mann mit Erfahrung. Jeder sollte das machen, worauf er Bock hat. Ja. Vor allem die Rechnung geht ja gar nicht auf, wenn Männer so viel Sex haben sollten wie möglich und Frauen so wenig wie möglich. Das funktioniert ja nicht so. Also rein mathematisch gesehen haben wir da ein Problem. So, da gibt es nur ein paar tolle Stecher, der Rest ist alles Jungfrau und bei Frauen hat jeder einmal. Hä, Bullshit. Also das ist, das geht nicht auf. Und ich finde ihre Meinung
sehr, sehr kann man unterschreiben, finde ich vollkommen logisch. Und ich verstehe nicht, warum bei Menschen wie Karl S. sowas nicht in die Birne reingeht. So, keine Relation, ja. Also ich habe vorhin noch gelesen, wärst du für eine offene Beziehung? Ich habe in meinem Leben noch nie eine offene Beziehung gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das stressig ist oder sogar überraschend angenehm, gar keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, auch wenn es unlogisch ist, dass man trotzdem so eine Eifersucht aufbaut, wenn man so, also man müsste klare Regeln machen, wie soll das ablaufen, so, darf man nicht im eigenen Haus, soll man dann immer woanders, wenn ja, wie oft oder gibt es nur spezielle Cheat-Tage oder gibt es eine gewisse Anzahl, was erlaubt ist oder ist das alles frei oder redet man darüber oder redet man nicht darüber, aber auf irgendeine Weise, wenn es mal heißt, so, ja, Schatz, ich komme heute nicht nach Hause, dann ist man ja so, oh, scheiße, ich weiß schon warum. Oder eben dann doch nicht, man hat sich nur gedacht in dem Fall so, schon wieder kommt sie nicht nach Hause, was zum Geier, da weiß sie wirklich mit Mädels was feiern und macht gar nichts so. Also ich finde, ich könnte mir das ein bisschen, also ich glaube, man muss schon sehr erwachsen und sehr reif sein oder man lässt die Beziehung recht ja, locker laufen. Dass man sagt so, mir ist es nicht so wichtig, wenn heute die Beziehung enden würde, wäre mir das egal, dass das Ganze eher auf so einem Spaßlevel ist und so, aber dann würde ich es gar nicht offene Beziehung nennen, sondern eher Freundschaft plus, beziehungsweise ist eh interessant, dass das dafür einen neuen Namen braucht, sodass das, dass man, eigentlich ist interessant, dass Freunde nicht miteinander schlafen dürfen, weil das dann sonst gefährlich ist, weil Liebe entstehen kann. Ja, aber man muss ja für sich selbst entscheiden letztendlich. Ich finde da nichts verwerflich, jeder kann machen, was er möchte, solange man halt es gut abspricht mit seinem Partner und nicht halt irgendwie falsche Hoffnungen macht oder irgendwas in dieser Richtung. Und so sollte es auch sein. Verdammte Kacke, macht, was ihr machen wollt, tobt euch aus. Aber achtet darauf, dass Karl das nicht sieht, weil jetzt kommt fast das Beste. Karl meint nämlich, dass wenn ihr das mitbekommt, dass ihr eure Väter anruft. Kein Scheiß, das meint er wirklich. Hört damit auf! Und wenn ihr mitbekommt, dass Frauen sich daneben benehmen, dann ruft mal den Vater an. Ruft meinen Vater an. Ruft den Vater an. Wenn ich das mitbekomme, dass Frauen sich verhalten wie Haus, da nehme ich den Hörer in die Hand und da rufe ich den Vater an. Und der Vater dann so, wer bist du? Da rufe ich den Vater an. Cooler Move auf jeden Fall. Was auch immer die Väter mit dem Sexualleben der Kinder zu tun haben. Ich weiß es nicht. So, war ein hartes Thema. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Abwechslung und ein bisschen was zum Lachen. Deswegen geht es jetzt weiter mit lustigen Like-Aufrufen, wie Karl versucht, seinen kleinen Livestream auf ein paar hundert Likes zu bringen. Ist ganz funny. Gehen wir rein. Karl hat, wie ich finde, sehr interessante Methoden, seinen kleinen YouTube-Livestream auf mehr Likes zu bringen. Übrigens, alles, was er sagt, was man dann bekommt, wenn man liked, gilt natürlich auch für dieses Video hier. Aber lasst euch gerne von Karl selber überzeugen. Jeden Daumen, den ihr nach oben gibt, damit spuckt ihr einem Hater ins Gesicht, okay? Und für jeden Like, den ihr gibt, pflanzt ihr einen Samen, der später zu einem Geldbaum werden soll, und gebt einem Hater eine Backpfeife. Außerdem, wer kein Mumu-Bär ist, bitte ein Herzchen geben. Sagen wir, sind jetzt auf 71 Likes, Leute. Stellt euch vor, mit jedem Like wird euer Händedruck einen Tick fester, euer Testosteronspiegel geht hoch mit jedem Like und ihr gebt einem... Euer Händedruck wird fester? Irgendwann drückst du die Hand kaputt. Verweichlichten Mann eine Backpfeife mit jedem Like. Ist absolut kein Diss und kann... Leute, für jeden Euro, den ihr jetzt spendet, ist es quasi so eine Backpfeife, nee, so eine kleine Schelle auf meinen Hintern. Ne? Was zum Geier. Auf einmal bist du einfach Hulk. Stimmt. So. Der Typ ist so peinlich. Es ist interessant. Ich meine, gut, es ist alles Spaß irgendwo. Ich meine, jeder hat schon mal ein paar so Schwachsinnsaufrufe gemacht und so. Aber mal, ist nett. Also, wie Tisha sagt, ist eher so eine Aufheiterung. So, mal, ja, okay. Kann er von mir auch so machen. Fand ich lustig und war auf jeden Fall notwendig, um hier ein bisschen runterzukommen. Weil jetzt geht's weiter mit tollen Verschwörungstheorien, die Karl so teilt und einfach so ins Internet stellt. Beziehungsweise teilweise sogar als Fakt ausgibt. Du hast dich schon mal gefragt, wie man homosexuell wird? Nein? Okay. Weil man so geboren wird? Ich auch nicht, aber lass uns mal lieber dem lieben Karl zuhören, weil er weiß es scheinbar. Googelt mal, wie ihr euren Östrogenspiegel senken könnt und warum ihr zu viel Östrogen habt. Deswegen gibt es auch zum Beispiel in Brasilien und Thailand so viele homosexuelle Männer. Warum? Weil die so viel pflanzliches Öl nehmen und aus diesen Wasserflaschen trinken. Die werden heiß, dann kommen Pseudoöstrogene ins Wasser und dann trinken die. Dann wird der Östrogenspiegel höher und dann werden die eher homosexuell.
eigentlich voll nett von ihm, wenn ich keinen Bock mehr auf Frauen habe. Oder einfach aus Joke homosexuell werden möchte. Dann mache ich einfach irgendwas mit diesem pflanzlichen Öl, mache irgendwas mit diesen Wasserflaschen und das Wasser... Voll, ja, ist echt eine coole Idee. So, angenommen, du bist so, ach, kein Bock mehr auf die Weiber. Wir machen nur Stress. Ich will's einen Kollegen, mit dem ich saufen kann. Ruf ich Yoshi an, yo, lass mal ein bisschen warmes Wasser trinken aus Brasilien. Und dann sind wir so eine Woche später einfach homosexuell. Was zum Geier? Oder so ein Monat oder ein Jahr später, keine Ahnung. Als ob das so geht. Auch irgendwie erhitzt und warm. Keine Ahnung, Anleitung war ein bisschen ungenau. Und dann werde ich scheinbar homosexuell. Ich glaube, genau so läuft das. Ich habe nur nicht ganz verstanden, für wie lange das dann bleibt oder ob es für immer bleibt. Kann da jemand von euch mal ausprobieren, wenn ihr Bock habt? Schickt es mir einfach hier, dann per Instagram DM, heißt Tim Jacken. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Selbstexperiment. Das möchte ich ausprobieren. Das ist aber natürlich nicht die einzige Verschwörungstheorie hier. Karl sagt auch, dass China die westliche Welt mit TikTok die Männer verweichlichen möchte und die Frauen vernutzen möchte. Das soll dafür da sein, dass wir schwächer werden und auch unsere Konzentrationsfähigkeit gehemmt wird. Ihr glaubt mir nicht, dass Karl das gesagt hat? Doch, leider schon. Noch ein weiterer Fakt, Leute. Es gibt in China ein anderes TikTok. Das China, was, also das TikTok, was jetzt da ist, das verweichlicht unsere Männer und das verhurt unsere Frauen. Und in China ist es zum Beispiel verboten. Also meiner Vermutung nach nutzt quasi China TikTok als Waffe gegen die westliche Welt, um die Frauen eher so zu verhurten, zu verhuren und um die Männer zu verweichlichen und auch die Konzentrationsfähigkeit zu schwächen. Das also nur auch als einen weiteren Fakt. Ah. Hä? Also China ist so, okay, wie zeigen wir es? Wie zeigen wir es jetzt den Europäern und den und USA? Wir bringen eine App raus und da dürfen Leute Sachen hochladen. Vollkommen freiwillig, aber wir wissen ganz genau, wenn wir sowas machen, so eine App, und die nicht kontrollieren, dann werden Frauen sich dort verhurren und Männer werden dadurch Wie werden denn Männer verweichlicht? Also wir gucken TikTok und plötzlich so, irgendwie habe ich Bock in Zukunft nochmal extra warm zu duschen und danach nicht mehr auf kalt zu stellen. Also was zum Geier, so, wie soll das funktionieren? Wer weiß, dass Leute durch Videos selber auf... Achso, die laden die selber hoch. Die haben so Schauspieler und so weiter. Das sind alle TikTok-Stars, sind waren halt alle Schauspieler. Bezahlt natürlich von China. Und die Frauen werden verhurt und dann am Ende freut sich China so. Hahaha, lauter weiche Europäer und verhurt richtig versaute Frauen. Und jetzt? Was ist dann? Was haben sie dann dadurch geschafft so? Toll. Die Welt kann man auch nicht erobern damit, oder kann man dann angreifen? Die Männer können sich nicht verteidigen, weil sie keine Waffe in die Hand mehr nehmen kann. Und sie sagen, nein, die Waffen, die sind so schwer und riechen so nach Metall. Also ganz ehrlich, wenn du mir eine Waffe in die Hand drückst, ich fange an zu weinen und laufe in Gegenrichtung. Ich wäre so ein beschissener Soldat. Ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, ist sogar ein Fakt. Auch Quelle, vertrau mir, Bruder. Ist einfach Fakt. Ist natürlich vollkommener Schwachsinn und vor allem für jede homosexuelle Person. Unfassbar respektlos, die Probleme aufgrund ihrer Sexualität hatte. Aber ich hoffe, das ist hier jedem klar, oder? Fakten hat Karl aber noch viele. Und zwar, wie Männer zu wirklichen Männern werden. Was sie dürfen und was Männer auf keinen Fall machen dürfen. Und ja... Ich bin gespannt, ich sag mal die Punkte, wo ich sage, das erfülle ich und wo ich nicht erfülle. Wird auch mal wieder ein bisschen eklig. Jetzt kommen wir zum Hauptthema von Karls Typ. Und zwar, wie Männer sich zu benehmen haben und wie Männer sich halt eben nicht zu benehmen haben. Das Hauptthema des Streams ist nämlich... Pussifizierung der vor allem deutschen und europäischen Männer. Und an der Stelle möchte ich mich einmal ganz kurz entschuldigen, hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht. Ich habe nämlich im letzten Video das Wort Pussy im negativen Sinne benutzt, ohne dass sichtlich klar war, dass ich es als Überspitzung meinte. Wollte ich nicht, sollte ich nicht und ich werde das Wort auf jeden Fall auch nicht mehr im nicht offensichtlich humoristischen Sinne so benutzen. Sorry an der Stelle, war unüberlegt. Aber lass uns jetzt mal wieder weitermachen. Karl gibt in seinem Stream sehr, sehr deutlich vor, was... Hat er da sicher seit gesagt so, weil er... Ja, aber ich glaube schon schwer mittlerweile, wenn man so Meinungsblogger ist und kritisiert, da muss man natürlich gucken, dass man selber da nicht kritisiert wird in manchen Punkten. Das ist halt das Gemeine so, weil man labert halt mal ein bisschen rum und plötzlich, hoppala, die Aussage ist eigentlich nicht ganz okay oder das ist nicht so. Also auch da gebe ich mir immer große Mühe, so dass ich da mir nicht irgendwie ein Brennnessel locke und so. Aber gerade hier live auf Twitch habe ich mir auch ein bisschen so, ja, auch zurechtgelegt, so ich kann nicht immer darauf achten. Hier und da, ja, wird man mal irgendwas sagen, wo man sagen kann, eigentlich nicht so cool. Weil, ja, und so weiter, weil, ja, es ist halt live gesprochen. Ich schreibe kein Skript runter oder so. Naja, schau weiter. Männlichkeit ist,
und was eben nicht. Du willst dich persönlich als Mann ausleben? Nix da. Denn laut Karl hast du eine ganz, ganz klare Rolle. Ich zeige jetzt ein paar Passagen von seinem Stream und im Vorfeld. Ich finde, das ist absoluter Müll, was er da labert. Nur damit hier keine Missverständnisse entstehen. Und im Anschluss zeige ich euch ein kleines Statement vom lieben Nick, den ich nämlich gefragt habe, ob er Bock hat, ein paar kleine Sachen zu dem Thema zu sagen. Nicks Statement zu gucken lohnt sich übrigens sehr, weil ich finde, er hat sehr, sehr schöne Worte gefunden. Aber jetzt kommen erstmal die nur so und so bist du männlich Aussagen von Karl. Heißt, Männer müssen stark sein, Männer müssen trainieren, Männer müssen Geld verdienen. Also, trainieren tue ich nicht. Gut, Geld verdienen tue ich. Ich weiß nicht, was er meint mit wie viel. Als Mann sollst du rausgehen, das Geld verdienen, das Geld heimbringen. Und du sollst dich als Mann männlich anziehen. Tue ich, oder? Und ich brauche das Geld noch. Momentan bringe ich, bin ich der Hauptverdiener. Also kriegen das momentan eine Ausbildung, deswegen. Ich bin der Hauptverdiener, also ja. Und ich bin männlich angezogen. T-Shirt ist auch männlich. Du sollst dich nicht anziehen wie irgend so eine, keine Ahnung was. Als Mann ziehst du dich männlich an, du trainierst, du verdienst Geld. Warum finden so extrem viele Frauen nicht attraktiv? Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir als... An die Frauen hier im Chat, habt ihr Bock? Mir teilweise recht ist... Sorry, doch, kurzer Einschub von mir. Ich glaube auch, dass es so ist, auf jeden Fall. Deswegen haben ja auch echte Männer so wie ich so viel Anfragen von Frauen, so viel Andrang, so viel weiblichen Andrang. Wir kriegen es ja nicht mehr weg. Okay. Bestimmt. Sein WhatsApp-Verlauf so, alle wollen und bestimmt wollen, also wenn da Anfragen sind, dann natürlich, weil er so männlich ist und so. Mhm. Gar nicht unangenehm, sowas zu sagen. Aber wir brauchen weitere Männer, um das alles abzuarbeiten. Wieso sollen Personen unbedingt in deine Genderrollen passen? Leute, es gibt Männer und Frauen, nichts anderes, okay? Hört mir jetzt mit diesem Gender-Quatsch auf. Männer wollen zuerst reich werden, fit werden. Warum? Weil erst wenn du als Mann viel Geld hast, erst dann kannst du anderen helfen. Hey, junger Mann, ich bin eine alte Oma. Bitte hilf mir. Der Typ da vorne hat meine Handtasche gestohlen. Bitte hol sie mir wieder, da sind alle meine Papiere drin. Oh, ich bin ja ein Mann. Warte ganz kurz. Tut mir leid, ich kann leider nicht helfen, weil mein Bankkonto ist nicht voll genug. Ich kann nur mit vollem Bankkonto Menschen helfen. Als ob Kalles wirklich eines Tages Menschen hilft mit seinem Geld. Das heißt, als Mann sollst du erstmal selber drauf achten, dass du deinen Körper aufbaust, dein Bankkonto aufbaust, deine Skills aufbaust, dein Netzwerk aufbaust. Und dann bist du 50 Jahre alt und dann kannst du langsam dich auf die Rente vorbereiten und dann war alles umsonst. Und dann kannst du anderen helfen. Nicht zuerst anderen helfen. Und wenn du pleite bist, dann kannst du per Definition nicht mehr so wirklich männlich sein. Also ich kann gerne mal googeln, ob was die Definition von männlich ist, aber ich glaube, da wird mit nichts über Geld drinstehen. Du sollst auch Mann auch am Wochenende, anstatt nur Party zu machen, Computerspiele zu spielen und auf Social Media rumzupimmeln, sollst du in Aktion treten und unternehmerisch aktiv werden, Leute. Ah ja. Weil auch jeder Unternehmer werden kann, so 3,5 Milliarden Männer, alle am Unternehmen. Okay, ich muss es nicht aussprechen, aber natürlich unfassbares Müllgelaber, was der Typ da von sich gibt. Aber jetzt für alle Typen, beziehungsweise ist es eigentlich sehr egal, welches Geschlecht ihr habt, für alle, die noch ein bisschen unsicherer sind, Nick hat ein paar schöne Worte für euch gefunden. Ich möchte euch erstmal darauf hinweisen, dass es kein... Nick, by the way, super sympathischer Mensch. ...eine Definition eines Geschlechtes gibt. Egal, was ihr jemals gehört habt oder was euch irgendwer sagt, es ist komplett subjektiv aufzufassen, wie man sich oder das Geschlecht wahrnimmt. Ich finde persönlich, das ist meine Meinung, dass es keinen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern geben sollte. Rein biologisch gibt es natürlich viele Unterschiede oder einige Unterschiede. Aber rein von der gesellschaftlichen Norm, Anerkennung, von dem finanziellen Status gibt es keine festen Rollen, in die man schlüpfen muss. Als Mann ist es dir frei zuzustellen, wie du dich kleidest, wie du aussehen möchtest, wie du, welchen Job du ausübst, was du mit deinem Geld machst, wie viel du an deinem Körper trainierst, ob du dick, dünn, was auch immer bist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, viele fühlen sich in ihrer gesellschaftlichen Rolle als Mann einem Druck ausgesetzt, der diesen Ideologien, die eben genannt wurden, sehr ähnlich kommen. Und das ist mir einfach extrem wichtig, dass es jeder von euch verinnerlicht, dass es okay ist, genau so, wie du sein willst, auch zu sein. Das bedeutet, Geld ist kein Indiz dafür, dass du ein Mann bist oder männlich.
dein Körper, egal ob er durchtrainiert oder nicht durchtrainiert ist, du kannst mit beiden Sachen genau der gleiche Mann sein, wie du sein willst. Und auch ganz wichtig an der Stelle, ich war mein Leben lang ein Lauch, dünn, aber ich hatte nie Probleme bei der Partnersuche. So, also nur weil man spargeldürr ist oder nicht durchtritt und Sixpack hat und so, ist es nicht schwerer. Ich glaube, dass Charisma und Humor am allermeisten was ausmacht. So. Also was ich merke, war, als ich so jünger war, also weit unter 20 oder sagen wir mal, bis zum 20. Lebensjahr, war ich recht schüchtern. Da war es dann schon schwer, weil wenn du halt dich zurückziehst, dann müsstest du ja entdeckt werden erstmal. Und das ist natürlich etwas, es gibt sehr viele Menschen da draußen, das passiert nicht so schnell mal. Also klar, wenn du ein bisschen lernst, auch zu dir zu stehen, so ja, das bin ich, der bin ich und so, ich rede mit Leuten, ich freue mich mit Menschen an, ich verstecke mich nicht, dann natürlich schon, dann ist die Chance natürlich höher, dass du jemanden kennenlernst und dass man auch sowas wie, dass man sich mal verlieben kann und so weiter. Aber ja, also das ist das Wichtigste erstmal, dass man es zu sich findet und einfach froh ist. Ja, zäh oder weise von der Welt, was? Naja, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Also ich glaube, dieses Aussehen, manchmal übertreibt man das schon sehr stark. Und auch bei Frauen habe ich den Eindruck oft, dass da sehr viele einen Eindruck haben, so man muss unbedingt super hübsch sein, sonst kriegt man keinen Mann oder so. Aber ich persönlich, gerade sowas, oder auch ihr, achtet mal ein bisschen drauf, so auch bei Hauspartys oder egal wo, Freundeskreis, so ob es wirklich so ist, dass Leute, dass nur die Klassenschönheiten die Angebote bekommen, gut, am Anfang vielleicht ein bisschen, aber gerade wenn man älter wird, merke ich immer mehr, dass das gar nicht mal so der Fall ist, dass oft sogar auch da diejenigen, die so ein bisschen ja, sympathisch sind, Charisma haben, freundlich, nett wirken, dass man da einfach, dass die einfach sympathisch rüberkommen, dass das eigentlich sogar eher der Schlüssel zum Erfolg ist im Sinne von, dass man Menschen kennenlernt, dass man Freunde findet, dass man die Liebe findet und so weiter. Ja, aber stresst euch da auch nicht so rein, finde ich persönlich. Also wer jetzt, keine Ahnung, 19 ist und sagt, ich habe noch immer keine Beziehung im Leben gehabt, ist alles easy. Stress dich da ja nicht rein, weil dafür ist das Leben nicht da, dass man sich wegen so einer Schwachsinn rumstresst. Wenn du deine Nägel lackierst, bist du männlich. Wenn du Schminke trägst, Make-up oder Röcke trägst, dann bist du nicht weniger ein Mann. Also tut, was auch immer ihr daraus machen möchtet und lebt euch so aus, wie ihr leben möchtet, weil ihr habt nur dieses eine Life to live. Und diese Zeit, das ist das Kostbarste, was ihr habt, wollt ihr mit dem verbringen, was euch glücklich macht. Ich danke TJ dafür, dass er darüber aufklärt und auf Missstände und solche Meinung aufmerksam macht. Be your fucking self. Do whatever you wanna do. Ja, das ist das Wichtigste auf der Welt. Ey, wirklich, wirklich schöne Worte gefunden. Ich schließe mich dem Ganzen auch einfach sehr doll an. Und ich finde, damit ist auch eigentlich alles zu dem Thema gesagt. Aber kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Fazit von diesem Video. War ja keine normale Wochenshow, ne? Bei all der Scheiße, die der Typ vor uns gegeben hat. Also Leugnen des Klimawandels, überlegen die AfD zu wählen, dass er Frauen als Secondhand oder auch Gebrauchtware abstempelt, sollte man ja meinen, dass im Live-Chat ein Haufen Gegenwind existiert. Und nein, ich muss leider enttäuschen, ist genau der Gegenteil der Fall. Bei den ganzen Aussagen, die getroffen wurden, wurde teilweise im Chat geschrieben, dass Karl Kanzler werden soll. Dazu wurden noch so Sachen gepostet wie, endlich sag's mal einer, richtig so Karl, hart aber wahr, so sieht's aus, Ladies. Ich kann mir vorstellen, dass diese Richards und so, dass es halt Männer sind, die sich sehr verloren fühlen in unserer Gesellschaft. So irgendwie, ich bin da, ich bin nicht clever, ich bin stark, aber irgendwie bringt mir das nichts und irgendwie, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und irgendwie so, dass das so das Gefühl ist, so, ein klares Ziel, so ich mach Business, mach Geld, dann trainiere ich mir Muskeln an, dann hole ich mir eine geile und dann ab in den Feierabend und so. Und dass es dann für die halt nach einem guten Weg oder nach einer Zielgeraden aussieht, so. Währenddessen, sind wir mal ehrlich, das wahre Leben ist ja eigentlich so, dass man mit verbundenen Augen so rumrudert und der Meinung ist so, was ist das? Ich glaube, das gefällt mir jetzt. Und dann so, doch nicht, ich mache was anderes und so. Also eigentlich sind wir ja alle ganz schön verlorene Seelen auf irgendeine Weise, gerade in dieser Welt von 1000 Möglichkeiten. So. Ich glaube, manchmal ist das Leben sogar einfacher, wenn man eben nicht so viele tolle Möglichkeiten wie wir haben. Hat beides Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es besser wäre, wenn wir alle ums Leben kämpfen müssten. Aber dadurch, dass es uns so gut geht, haben wir halt eben so viel moderne
sehr, sehr First-World-Problems halt einfach, wie man das nennt. Und ich glaube, da ist halt eben bei vielen halt der Hund begraben, dass man eben sagt sowas wie, boah, endlich gib mir mal einer so einen Weg vor und baut mir das Leben einfacher hin, als es ist. Und deswegen sind auch manchmal Leute so kleingeistig oder so, haben so einen kleinen Horizont und leben in ihrer Blase, weil sie sich total wohlfühlen. So die Idee, das aufzubrechen und festzustellen, dass es so viele unterschiedliche Religionen, Meinungen, Arten zu leben, wie man sein Leben verbringen soll. Man kann einmal meditieren wie ein Blöder oder Business machen. Man kann einmal arbeiten wie ein Blöder oder sehr viel chillen. Man kann saufen wie ein Dummer oder halt eben auf seinen Körper achten. Man kann trainieren oder eben ein Lauch sein. Jeder kann machen, was er möchte. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, aber kann viele auch in Heidenangst einjagen. So, was bin ich denn? Was will ich denn? Was kann ich denn? Mein Leben ist so scheiße kurz, ich kann ja nicht alles umsetzen. Und ich glaube, das ist halt bei vielen das Problem, dass eben dann sowas entstehen kann. Und so weiter. Also ich habe euch hier in dem Video nicht die Sicht einer einzelnen Person gezeigt, sondern scheinbar die Sicht von mindestens mehreren hundert Leuten, die das halt genauso sehen wie Karl. What the fuck ist los mit der Menschheit? Und der Müll ist, Karl hat mir persönlich auf Instagram geschrieben, dass die Sachen, die in Zukunft noch kommen, und es kommt scheinbar noch viel, viel mehr, noch viel kontroverser werden als das, was er jetzt gedroppt hat. Ich frage mich zwar, wie er den fucking Klimawandel geleugnet und will die AfD vielleicht wählen. Also, viel kontroverser geht's eigentlich gar nicht mehr. Egal, was kommt, ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Und wenn es sein muss, kommt noch mal ein etwas größeres Video bei Karl, ne? Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was ich damit meine, ne? Und falls sowas kommt und ihr es nicht verpassen wollt, dann subbt ihr auf jeden Fall gerne rein, weil eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich kann auch einfach nicht sagen. Das ist halt... Ja. Aber trotzdem danke für den Support hier auf dem Kanal. Deswegen, falls ihr es weiter supporten wollt, drückt gerne auf Abonnieren. Und wenn nicht, ist auch okay. Ihr dürft gucken, ob ihr Abonnent seid oder nicht. Die Sache ist, normalerweise würde ja jetzt hier der Clip der Woche kommen. Aber ich kann euch jetzt nicht einfach irgendwelche funny Clips zeigen, so. Weil meine Stimmung, beziehungsweise die ganze Stimmung vom Video ist gerade eher so meh, sag ich mal. Falls ihr dennoch Bock habt, mich zu supporten, könnt ihr auch gerne auf Instagram folgen. Dort müsste auch gerade ein Bild online gekommen sein. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Heißt so Tim Jacken. Wie überall anders auch. Dazu fettes Danke an Nick und an Shaden, dass sie diese coole Statements rausgehauen haben. For real, schaut da gerne vorbei, sind beides coole Personen. Bei Shaden verlinke ich lieber nur den Instagram, das andere darf ich glaube ich nicht verlinken. Und die Abmod macht heute Alicia Joe. Soll noch mal einer sagen, dass ich nicht coole Videogäste hier im Video habe? Uff, das war ja mal wieder ein unfassbar krasses Video. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es bereits gesehen hätte. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und euch alle anderen Videos von TJ anzugucken. Das muss man nämlich, sonst ist man kein wahrer Fan. Okay? Okay. Ciao! Okay. Ich lasse mal ein Like da. Ich muss zwar sagen, Karl S. Exposed ist ein bisschen übertrieben. Es war jetzt nicht nach meiner Meinung etwas, wo ich sage so, wow, davon, oh, kennt man ja. Da war es nichts, wo ich sage so, wow, das habe ich ja noch nie gehört, was geht denn hier ab. War es schon so, ja, so kenne ich Karl. Also wusste ich schon vorher. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht schlecht, ein Video darüber zu machen, dass man einfach so ein bisschen aufklärt und vor allem halt, ich hoffe, ich bin überzeugt, dass auch bei Tim Jacken ein gewisser Teil auch jüngere Leute sind. Und wenn die mal so eine gute Gegenmeinung hören, ich glaube, da kriegt man das auch hin, mit 10 oder 12 Jahren drüber nachzudenken, so beide Meinungen gehört. Was klingt jetzt irgendwie ein bisschen logischer, was klingt ein bisschen dümmer? Ich glaube, kriegt man auch dahin, weil so schwierig ist das nicht, das rauszuerkennen, was da, ich glaube mal, der vernünftigere Gedankengut hier ist von den beiden. Naja, Dankeschön an Tim Jacken. Freut mich. Wurde ja schon ein paar Mal vorgeschlagen, dass ich ein How-to-be machen soll. Würde ich momentan noch ein bisschen zu früh finden, weil ich glaube, dass Tim Jacken gerade am Kommen ist. Ich denke, dass der noch sehr viel auf YouTube machen wird 2021 und 2022 und so weiter. Und hoffentlich kann ich das Ganze begleiten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.